Auch du hast ja im Zuge der letzten 2,5 Jahre viele Erfahrungen gemacht, unter anderem auch, also zunächst zum Beispiel bei Querdenken auf Kundgebung und dann im Gegensatz, wenn man jetzt die letzten Videos von dir auch anschaut, dass du sagst, Demonstrationen sind Opium fürs Volk. Also du hast ja wirklich auch eine Wandlung hingelegt. Wie denke ich, also wie ich das in meinem Umfeld auch mitbekomme und von mir selber auch sagen kann, mir ist es ähnlich ergangen. Meine Frage dazu ist aber, offensichtlich wollen ja viele immer noch nicht aus diesen Mustern irgendwie raus. Also ich komme noch mal kurz dazu zurück, zu diesem, wahrscheinlich wieder eine Geschichte, aber ich funktioniere noch so, ich gebe es ganz offen zu. Ich empfinde das dann manchmal so, als ob da es daran fehlt, wirklich in die Selbstermächtigung kommen zu wollen, weil doch immer noch so viele gerne auf diese Demonstrationen gehen und zum Beispiel sagen, na ja, da treffe ich ja wenigstens auf Gleichgesinnte, da kann ich ja dann in Beziehung gehen, weil wir ja zumindest einen Konsens irgendwie haben. Und siehst du da überhaupt eine Chance, dass solche Menschen, wo ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wie man da rauskommen kann, weil das ist ja im Moment wirklich Brot und Spiele auf eine andere Art und Weise. Wir haben jetzt wieder die Winterzeit, die Demonstrationen nehmen zu im deutschsprachigen Raum und du hast ja auch deine Erfahrungen zum Beispiel gemacht mit der Basispartei, mit den Freunden der Verfassung hier in der Schweiz. Das ist ja mittlerweile alles ein Geklüngel irgendwie. Siehst du da noch irgendwie eine Chance, dass man da sagen könnte, wie man da rauskommt oder einfach sich umdrehen? Wie man wo rauskommt. Aus dem, ich tue mich gerade selber schwer, aber es scheint so, als ob der Mensch ja unbedingt immer zu etwas dazugehören will, dass er das braucht. Entweder, Ja, das ist so. ne, also, und dennoch ist es ja, kann es ja nicht die Lösung sein, dann zu sagen, ich gehe auf die Demonstration nur, damit ich dazugehöre, weil es ist ja doch auch wieder eine Ablenkung. Oder landen wir da einfach wieder bei dem, was du schon am Anfang so schön erklärt hast, dass dann jeder für sich das selber merken muss und dann sagt, stattdessen gehe ich wirklich in Beziehung. Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Ja, Was ist denn die Frage? ich drehe mich da selber so. Dieses auf der einen Seite natürlich zu sagen, ich gehe in Beziehung, wenn ich zum Beispiel auf eine Kundgebung gehe, um irgendwo dazuzugehören, um noch was Menschliches mitzubekommen. Aber eigentlich gehe ich ja dann doch wieder davon weg, wirklich in Beziehung zu gehen. Das ist sowieso eine Krux, wie man da in eine Lösung kommen könnte. Da sehe ich, man muss dann wieder tun, wie du ja auch gesagt hast, Eine Lösung für was? für denjenigen, der jetzt zum Beispiel sagt, ich kann nur in Beziehung gehen, wenn ich auf eine Kundgebung gehe, weil nur dann gehöre ich dazu. Weißt du, weil manche sind ja auch alleine unterwegs. Es sind ja nicht unbedingt alle in einer Partnerschaft. Wie da eine Lösung sein könnte. Die Lösung ist immer dieselbe, ne? Mehr Kontakt, aber du kannst nicht auf diese Menschen einwirken. Du kannst nur selber mehr Kontakt herstellen. Also ich frage das jetzt einfach in dem Sinne, dass wirklich dann viele gesagt haben, naja, aber was soll ich denn machen, wenn ich ja nur mit mir alleine bin? Stimmt ja nicht. Niemand ist auf dem Planeten hier alleine. Wir haben knapp 8 Milliarden Menschen. Das stimmt einfach nicht, ne? Das sind so Sätze, die sich die Leute einreden, um ihre Kindheitsillusionen aufrechtzuerhalten. Das ist einfach gelogen. Niemand ist hier allein. Es sei denn, er lebt in der Wüste und im Umkreis von 2000 Kilometern ist kein einziger Mensch und es gibt keinen Flughafen. Dann wird es stimmen, ja. Die Wahrheit wäre, ich möchte keinen Kontakt oder ich halte mich von den Menschen fern. Ja, und es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn das so ist. Jede Form von vermehrtem Kontakt ist gut. Das heißt, es ist natürlich besser, wenn die Menschen auf eine Demo gehen und damit irgendwie in Kontakt miteinander kommen über ein künstliches Konstrukt, als gar nicht. Nur wir brauchen das eigentlich nicht. Kein erwachsener Mensch braucht eigentlich einen Rahmen für Beziehung und Kontakt. Ne? Aber ja, wir sind so degeneriert, dass wir wie so Schubladenräume brauchen. Ja, hier, da ist ein Raum, da trefft ihr euch unter dem mentalen Deckmantel. Ja, das ist ja auch das, was Religionen machen. Religion ist genau dasselbe. Wir haben eine mentale Vereinbarung und aufgrund, dass wir uns alle an diese mentale Vereinbarung halten, trauen wir uns anzunähern. Ja, das ist das, was Religion ist. Und das Gleiche ist bei Demonstrationen. Ja, da wird kein Gott angebetet, sondern da passiert das Gegenteil, vielleicht gegen etwas, ja, oder, ne, aber das Prinzip ist dasselbe. Es gibt einen mentalen Raum, auf den sich alle geeinigt haben oder weitgehend, und das gibt die scheinbare Sicherheit, sich begegnen zu können. Ja, ist ja auch so. Wenn ich weiß, ah, der denkt auch so über die Maßnahmen, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, ja. Wenn ich aber das nicht weiß, dann wird vielleicht durch diese Unsicherheit wird dann vielleicht was hochgespült, was ich noch nicht verarbeitet habe.
generell ist jede Form von vermehrtem Kontakt eine gute Sache. Ja. Aber wir können es nicht machen. Ja. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, solange der Fokus der Menschen, der breiten Masse der Bevölkerung, nicht auf den Beziehungskontext an sich sich verschoben hat, solange gibt es keine Chance, dass hier irgendwas besser wird. Das ist unmöglich. Ja. Und jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, was kann man denn tun, damit sich ein Großteil der Bevölkerung statt für Nachrichten, statt für die Maßnahmen, statt für diesen ganzen Blödsinn im Außen dafür interessiert, was zwischen ihm und dem Nächsten vor sich geht. Was kann man da machen? Und ganz ehrlich, ich bin da noch zu keiner Lösung gekommen. Alles, was ich bisher probiert habe, hat in der breiten Masse bis jetzt nicht funktioniert. Ich habe ein paar erreicht, die so an der Grenze sind, aber die breite Masse habe ich immer noch nicht erreicht. Mhm. Und es gibt Leute, die haben versucht, mich wirklich ins Fernsehen zu bringen, wirklich ins Radio. Mhm. Ne? Das wurde alles abgewehrt. Also das wollten die Sender nicht. Die wollten nicht, dass ich da auftrete. Ne? Und das sind ja auch verschiedene Ebenen. Also der eine Punkt ist ja, wie kann ich oder wie können wir oder die wach sind, wie können wir überhaupt erstmal viele Menschen erreichen? Ja, da geht es ja noch gar nicht darum, was wir machen, aber wie soll denn das überhaupt gehen, wenn wir nicht mal es schaffen, in die Massenmedien zu kommen? Wie sollen wir diese Menschen erreichen? Das Buch, was ich geschrieben habe jetzt, das ist das, wo ich am meisten Menschen auch außerhalb der Szene überhaupt erreiche, aber das reicht nie und nimmer, wirklich eine kritische Masse in der Bevölkerung zu erreichen. So, sollte es irgendwann so weit kommen, und es gibt ja immer noch weitere Bestrebungen, dass ich dann wirklich mal irgendwann im Fernsehen mal auftreten kann, endlich, dann ist ja auch dann die Frage, was sage ich dann? Und was mache ich dann? Ja. Ja. So, dann ging es darum, dann habe ich den Zugang zum großen Teil der Bevölkerung, aber was soll ich den Menschen jetzt sagen, dass die von diesen äußeren Vorgängen abrücken und sich auf die Beziehungsebene und ihre Gefühle konzentrieren. Da ist die Frage, was soll ich denen sagen? Ich habe immer gedacht, einfach die Wahrheit zu sagen. Mhm. Funktioniert nicht, ist unattraktiv. Ja. Im Moment bin ich an dem Punkt, dass ich mir überlege, man muss die Menschen im Prinzip da abholen, wo das System sie auch abholt. Ja, nämlich Unterhaltung, Geschichten, die sie sowieso denken, also diese Schiene, ja, Konsum und Unterhaltung und Ablenken, da müsste man sie abholen und dann vorsichtig, wenn man sie da abgeholt hat, vorsichtig auf das eigentliche Thema lenken. Deswegen bin ich zum Beispiel am Überlegen jetzt, ob ich nicht eine Veranstaltungsreihe mache, wo das ganze Thema in einer lustigen und humorvollen Art präsentiert wird. Ja, es gibt inzwischen jemand, der schreibt ein Theaterstück dazu, ja, dass man die Menschen mit Konsum abholt und dann eben vorsichtig zum eigentlichen Thema kommt und nicht mit diesen schweren Wörtern wie Trauma und so weiter kommt. Ja, also, dass der Einstieg das Ego bedient, ne, aber dass es wie so mitgenommen wird und dann auf das Eigentliche gelenkt wird. Aber es ist real, konkret gibt es da noch nichts. Aber das sind so meine Überlegungen dazu. Ich habe aber, wie gesagt, bis jetzt auch keine wirkliche Antwort darauf. Vielleicht gibt es die auch nicht. Vielleicht müssen wir warten, bis das von alleine passiert und bis die Menschen so viel gelitten haben, dass sie einfach nicht mehr anders können, als irgendwie was Neues zu probieren. Mhm. Ja, also ich bin jetzt einfach zu bewegt. Ich kann jetzt gar keine Fragen mehr stellen. Ganz ehrlich, hast du noch etwas, was dir noch am Herzen liegt, was du gerne noch mitteilen möchtest den Menschen da draußen? Also die Menschen, die ihr erlebt in eurem Umfeld, die Leiden verursachen, die ihr nicht mögt, die sich nicht um euch kümmern und so weiter, also alle Menschen, unter denen ihr leidet, und das sind auch Menschen, falls ihr einsam seid, die nicht da sind, ja. Das heißt, wir sind ja nie allein, das Nervensystem lebt immer im Beziehungskontext, das heißt, wenn ihr unter Einsamkeit leidet, ist trotzdem jemand vorhanden, der ist nur gerade nicht da, ja. Das heißt, all diese Menschen, die sich da außen zeigen und wie sie sich zeigen, es lohnt sich, dem nicht auszuweichen, also vor den Menschen im privaten Umfeld vor allem, diesen Menschen nicht auszuweichen und es zu riskieren, gerade mit diesen Menschen mehr Kontakt herzustellen. Und letztlich, ich könnte es natürlich auch auf einen Punkt bringen, es geht um den Partner und die Partnerschaft, da kristallisiert sich alles drum. Wenn wir als Gesellschaft
es schaffen, die Partnerschaften zu transformieren, dann ist die gesamte Gesellschaft transformiert. Ja, weil jedes Paar, was in einem Austausch ist, hat so ein starkes Energiefeld und hat so viel Glück und Erfüllung, dass sich das verbreitet. Ja? Und das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Dorf, wenn die Paare wirklich harmonisch zusammenleben und das alles durchgelaufen ist, dann wird irgendwann auch so eine Einheit wie so ein Dorf eine ganz neue Energie bekommen. Aber wir müssen an diesem Punkt ansetzen. Wir können die Gesellschaft nicht an der Beziehungsebene von den Partnerschaften vorbei transformieren. Das wird es nie geben. Es wird niemals eine gesunde, heilsame Gesellschaft geben, ohne Beziehungen, ohne Partnerschaften, die funktionieren. Das ist unmöglich. Und wenn die Partnerschaften aber transformiert sind, wenn ihr alles ausgetauscht habt, wie ich das ja immer vermittle im ehrlichen Mitteilen, dann ist die Folge, ohne dass wir groß was machen müssen, ist eine heile Gesellschaft. Das wird sich dann im Außen überall manifestieren. Dann wird die Kriminalität zurückgehen. Alle diese Probleme, die wir jetzt haben, Umweltverschmutzung, ja, dann, das wird dann alles sich auflösen, weil wir bewusst geworden sind, weil wir begriffen haben, wir sind keine Feinde mehr. Das Überlebensthema aus der Evolution ist gelöst. Wir kriegen genug Nahrung, wir müssen uns nicht bekämpfen. Und dann fängt überhaupt erst die Heilung der Erde an. Dann werden wir uns einfach zusammenschließen und die Probleme hier relativ schnell lösen. Weil die Probleme auszulösen ist nichts gegen diese Geschichte, endlich den Kontakt untereinander herzustellen. Ich danke dir. Danke dir.